Eis und Schnee sorgten am Dienstagnachmittag für zahlreiche Verkehrsbehinderungen und Unfälle in weiten Teilen des Unterallgäus. Bei Mindelheim verunglückte ein Intensivtransportwagen des BRK. Glück im Unglück, an Bord waren keine Patienten. Wir befinden uns hier auf der Abfahrt der A96 Ausfahrt Mindelheim. Beim Ausfahren von der Spur ist ein kleiner LKW 7,5 Tonnen ins Rutschen gekommen und ist die Böschung hinuntergerutscht. Er war dann auf der Seite gelegen. Von unserer Seite aus wurden dann Rettungsmaßnahmen durchgeführt, dass wir zum ersten Mal Treibstoff gebunden haben, der ausgelaufen ist. Und zum zweiten haben wir das Fahrzeug dann am Rahmen angehängt, haben es auf alle vier Räder wieder gestellt und dann mit dem Seilzug und Gegensicherung wieder auf die Fahrbahn gezogen. Die Feuerwehr Mindelheim war mit einem Rüstzug vor Ort, ergänzt durch einen Verkehrssicherungshänger. Das waren insgesamt 30 Personen.